Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Cute Clay. Mein Name ist Anna und wir machen heute gemeinsam Fussel von Fimo weg. Wir könnten jetzt gemeinsam alle Varianten, die es so gibt auf der Welt testen, aber ich zeige euch meine Top 4. Von meiner Seite könnten wir starten, ich habe euch das Ganze markiert. Ich sehe das 1, 2, 3, 4 und los geht's. Als erstes testen wir Nagellackentferner ohne Aceton, danach reines Aceton, dann Klebestreifen und dann Feuchttücher. Es gibt hier keine Rangordnung, ich verwende sehr gerne Feuchttücher, aber auch Aceton. Es kommt aber natürlich schon darauf an, mit was du am liebsten arbeitest oder was du zu Hause hast oder welches Objekt du gerade reinigst. Okay, dann testen wir mal den Nagellackentferner ohne Aceton auf Spur 1. Also ich glaube, damit man das Vorher-Nachher-Ergebnis gut sehen kann, müsst ihr euch das Ganze auf einem Fernseher ansehen. Okay, wir sind nun fertig. So sieht das Endergebnis aus. Sehr weiß im Gegensatz zu allen anderen. Ja, Top-Ergebnis. Klasse. Next! Aceton verwende ich ziemlich oft. Aber es ist auch ein klasse Teil, ne? Es reinigt, es stinkt, aber es sieht danach edel und klasse aus. Also es glänzt nachher nicht mehr so, es wird matt, aber kein Problem. Alles gut, es wird sauber, es ist schön, es gefällt mir, ich mag es. Springen wir nun zu den Klebestreifen. Diese Variante verwende ich eigentlich so gut wie nie, meistens auf Figuren, wo ich nicht so doll herankomme. Oder es eher ungünstig wäre, mit einem Feuchttuch zu wischen, ne? Mit dieser Variante bekommt man halt nur, wie soll ich sagen, Fussel und Staub weg. Dinge wie Verfärbungen bekommt man natürlich mit dem Klebestreifen nicht weg. Aber ansonsten eine wirklich sehr gute Variante, die ich sehr empfehlen kann. Es ist ein offenes Geheimnis in der Fimo- bzw. Polymer-Klee-Branche, dass Feuchttücher verwendet werden. Wieso? Sie sind schnell verfügbar, man bekommt wirklich alles weg. Verfärbungen, Schmutz, Staub, alles Mögliche. Man kann ein Tuch für mehrere Projekte verwenden, sie trocknen nicht allzu schnell aus. Falls sie austrocknen, kann man zum Beispiel Nagellackentferner oder Aceton draufträufeln. Ja, fantastisch. Endergebnis sieht bei allen vier super gut aus. Ich bin sehr zufrieden und ich werde weiterhin diese vier Varianten verwenden. Ich hoffe, ich konnte euch ein wenig weiterhelfen und hoffe auch, dass euch das Video gefallen hat. Falls ja, würde ich mich sehr über ein Like freuen. Ciao! Don't trust me, forgive me, you have to find a way. Maria, I wanna